Den Blutdruck messen. Bandagen wechseln oder beim Duschen helfen. All das macht die Hauskrankenpflege. Sie erleichtert so den Alltag für ältere Menschen. Diese Basispflege ist umfangreich. Manche Dinge kommen dabei zu kurz. Zum Beispiel, dass Krankheiten vorgebeugt werden. Aber es fehlt die präventive Arbeit, es fehlt das Netzwerkarbeiten, es fehlt die Dienstleistung anzubieten. Ja? Es fehlt sich um das zu kümmern, dass man von A nach B leichter kommt oder gewisse Dinge nach Hause geliefert werden. Diese Lücken in der Pflege sollen in Hall in den kommenden 3 Jahren geschlossen werden, und zwar mit sogenannten Community Nurses. Das sind diplomierte Pflegepersonen mit mindestens 2 Jahre Berufserfahrung. Sie sind in einer Gemeinde die zentralen Ansprechpersonen, wenn es um Pflege und Gesundheit geht. Wenn zum Beispiel eine ältere Person vom Krankenhaus entlassen wird und noch nicht selbstständig zu Hause leben kann, dann hilft die Community Nurse aus. Dass man sagt, man nimmt Kontakt auf mit dem Sprengel. Hilfsmittel werden organisiert, beispielsweise Pflegegeldantrag wird gestellt. Es wird vielleicht das Freiwilligenzentrum zur Unterstützung in dieses Versorgungspaket eingebaut. Also es wird gemeinsam mit der Familie dann besprochen, welche Möglichkeiten gibt es innerhalb der Familie und außerhalb der Familie, dass man doch die Großmutter oder die Mutter zu Hause in den eigenen 4 Räumen pflegen und betreuen kann, damit sie dann auch wiederum zu ihrem Lebensalltag zurückkehren kann. Die Community Nurse berät also und hilft den Pflegebedürftigen, Krankheiten vorzubeugen. Dieses Konzept greift jetzt in den kommenden 3 Jahren in Hall. Unterstützt wird die Gemeinde dabei von der Privatuniversität UMIT Tirol. Sie hat das Projekt mitentwickelt. 2 Community Nurses soll Hall erhalten, inklusive einem E-Auto und einem E-Bike für die Einsätze. Und das ist eine Riesenchance. Wir haben natürlich ganz viele alte Menschen in Hall. Die Gruppe von 60 bis 70 ist unsere größte Bevölkerungsgruppe. Und da müssen wir einfach was tun, dass wir unseren Gesundheitsstandort weiterentwickeln, dass wir die Gesundheitsversorgung zu den Leuten hinbringen. Und da ist diese Community Nurse einfach eine gute Möglichkeit, diese Vernetzung zu machen. Finanziert werden die beiden Stellen vom Gesundheitsministerium, und zwar mit über 300.000 Euro. Wir haben in dieser Woche die Zusage gekriegt für diese Fördergelder und werden jetzt sofort eine Ausschreibung schreiben, um eben Personal zu finden. Und sobald wir passendes Personal gefunden haben, werden wir mit der Arbeit beginnen. Denn das Gesundheitssystem in Österreich sei teuer, so Eva Schulz. Es gehe darum, dass die Menschen weniger in Krankenhäuser behandelt werden und mehr von zu Hause aus. Die beiden Community Nurses sollen zuerst in den Stadtteilen Schöneck und in der Haller Altstadt zum Einsatz kommen. Später soll das Angebot auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden.